Nach dem wissenschaftlichen Text. Vor allem, soweit ich weiß, hat das damit zu tun, durch die Bewegung des Plasmas verdreht sich das Magnetfeld und dadurch kommen diese diese Explosionen bzw. diese Solarwinde, diese Ausstoßung der Sonne zustande. Das ist mein aktueller Stand, was man weiß. Weil das Plasma halt nicht, also die Erde, die Sonne rotiert zwar auch, aber das Plasma bewegt sich halt, ne, mal quer, mal beet und so weiter auf der Sonne, auch in den tieferen Schichten, und dadurch verzwirbelt sich das Magnetfeld. Und wenn sich diese Verzwirbelung irgendwann mal löst und knallt und sich neu verbindet, und dabei werden halt diese koronalen Sonnenausstöße produziert. Das, glaube ich, ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Also ist dieser Zeitungsartikel eigentlich veraltet. Dieses Spiel kann mir nichts mehr beibringen. Guten Tag, HZ1, Alter. So, wir haben etwas gefunden. Es war in einem Käfig, gerade noch am Leben, aber am Le... Aber... Gerade noch am Leben, aber am Leben. Es ist wunderschön. So etwas habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich glaube, es ist ein Mädchen, aber es ist ein Vogel. Und du weißt ja, Vögel. Es ist eine Taube, eine echte Taube. So weiß wie der Schnee früher. Du weißt schon, sie ist herrlich. Ich weiß, dass sie uns nicht helfen wird. Ich meine, einer der Kundschafter wollte sie kochen und essen. Das können wir doch nicht machen. Wir sollten sie als Maskottchen nehmen. Oder als Haustier, irgendetwas. Ich weiß nicht, aber diese Taube fühlt sich nach etwas Besonderem an. Wir sollten sie kochen. Du hast recht, wir sollten die Taube als Symbol der Hoffnung behalten. Wir werden uns abwechseln und uns um sie kümmern. Habt ihr noch den Anime geschaut? Nein, wir haben gestern Nacht den 1899 oder wie auch immer diese deutsche Produktion geguckt. Sind aber nach 3 Folgen eingeschlafen, weil war jetzt nicht so spannend. Womit ich wahrscheinlich wieder auf Gegenwind stoßen werde. Weil viele ja diese Serie gerade hypen. Aber ich habe einfach schon in der ersten Folge gesagt, irgendwas stimmt mit dieser Serie nicht. 18, scheiße. Doch, 1899. Und dann bei der zweiten Folge wurde es dann klar, als man immer mehr gemerkt hat, dass einfach durchgehend die falsche Musik spielt, also die Musik total deplatziert war in Szenen. Und dann wusste ich es einfach, ach, das ist eine deutsche Produktion. Aber sie hat sich relativ lange getarnt als eine qualitativ hochwertige internationale Produktion. Bis man gemerkt hat, nö, bist du doch nicht. Geh mal wieder in deine Ecke. Das kann ich nur mit dem Schweißbrenner entfernen. Das Gebiet erreicht man nicht, weil wir keine Boote haben. Also kleine Boote für die unsere Herrschaften, um sich zu bewegen. Naja, aber man kann es trotzdem gucken. Aber ich bin eh immer so ein bisschen kritisch bei deutschen Serien. Oder deutschen Filmen.
Weil die irgendwie stinken. Also irgendwie. Ich weiß nicht, wie man es erklären soll, aber irgendwie. Deutsche. Das Pro, ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass deutsche Schauspielerei halt anders ist als internationale Schauspielerei. Deutsche Schauspielerei ist einfach. Schlimm. Hat sich vielleicht die Jahre ein bisschen gebessert, aber irgendwie, ne. Irgendwie Schauspieler in Deutschland einfach so stockmäßig. Das ist anstrengend. Nicht alle. Inzwischen gehen, sag ich mal, Leute ja nicht auf eine deutsche Schauspielschule, sondern wahrscheinlich international. Was die Lage natürlich verbessert hat mit den Jahren. Schlimm, wenn der Chat so ruhig bleibt. Hat man das Gefühl, du erzählst nur Scheiße. Kann ja auch gut sein. Und deutscher Humor ist auch schwierig. South Park hat schon ein bisschen recht, dass die Deutschen nicht lustig sind. Wolfgar hört zu. Das macht die Sache ja auch nicht besser. So, dafür brauchen wir die Forschungseinrichtung. Ja, das Boot. Aber das Boot ist ja wohl eine totale Ausnahme für einen grandiosen Film. Komischerweise sind Deutsche immer gut in Filmen, wo es um Militär oder um Schifffahrt geht. Ich kann mir vorstellen, dass Hollywood früher so war, du bist als Deutscher zum Set gekommen und dann haben die gesagt, wir brauchen aber keinen Nazi für unseren Film. Wir kämpfen doch gegen Russen heute. Deutsche sind auch gut im Bösewichte spielen. Ja, deutsche Wurzeln zu haben, um Bösewichte zu spielen, ist vorteilhaft. Habe ich auch mal gehört. War nicht von Stirb langsam der Gruber auch mit deutschen Wurzeln? Muss halt seine Stärken wissen. Klaus Gruber aus der DDR. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich müsste jetzt nachgucken. Die stirbt langsam Bösewichte durch. Ach, stimmt ja. Ich muss bei der Forschung noch den noch freischalten, da ich den Funkturm reparieren darf. So. Ach, ich muss noch Trümmer entwickeln vorher, okay. Dafür brauche ich 25 Punkte. Aber wir haben ja 4 weitere Ressourcen auf Lager. Kann man in den Standardmodus umwechseln. Und wir sollten dann mal eben Fischer auch bauen. Um hier die Fischbestände abzuernten. Langsam, aber sicher. Hi. Hi, Writing Bull. Ja, ich habe nochmal neu angefangen, weil ich das Balancing nicht gut fand, auch schwer. Und was, dass die neu, also ich habe
irgendwie gemerkt, dass in meinem Safe-Game, wenn ich jetzt ein schweres Spiel starte, ein Spiel auf schwer, habe ich bei Gebäuden andere Input-Outputs, also wie viel Material reingeht und rausgeht, als ich das in meinem Safe-Game habe von früher. Also ganz merkwürdig. Irgendwie war bei der Presseversion, habe ich das Gefühl, das Balancing noch nicht 100% umgesetzt, so wie es sein sollte. Deshalb habe ich jetzt nochmal ein entspanntes, normales Spiel angefangen. Und nichts auf super schwer, damit ich auch irgendwann mal die Möglichkeit habe, das Kraftwerk zu finden und glücklich zu sein. Wobei das Kraftwerk auch einfach nur die letzte Forschungsstufe ist mit Elektrizität. Vor allem gab es weiter einen Patch, der auch nochmal so ein paar Sachen verändert hat. Vor allem, weil ja auch ganz schlimme Performance-Probleme waren am Anfang. Leider. Ist ja ein ganz angenehmes also eigentlich ein ganz gutes Aufbauspiel. Survival-Aufbauspiel. Gutes Setting. Ist dann doof, wenn die Technik so schwächelt. Wie gefällt dir das Spiel? Also eigentlich finde ich das ganz gut. Wobei, ich finde, dass manche Produktionsketten hier drin nicht so sauber sind. Nein, der Writing Bull darf ruhig fragen, wie ich das Spiel finde. Ich habe jetzt auch ein paar Stunden gespielt gehabt, auch schon in dem ersten Durchlauf. Das Problem ist, ich habe auch viele Reviews jetzt gelesen und in den Reviews wird viel gesagt, dass Leute zum Beispiel sich nicht umgruppieren, also dass sie in nähere Wohnungen ziehen, um dann zur Arbeit zu laufen und so. Das kann ich alles irgendwie nicht bestätigen, weil bei mir scheinen die sich richtig zu verhalten. Aber das mit den Clans ist auch irgendwie so ein bisschen doof, wenn du spielst, weil die Gesetzessachen kommen viel zu spät. Die du eigentlich dann brauchst, um die Clans, sag ich mal, zufriedenzustellen zueinander. Ich finde, es gibt dann irgendwie teilweise gar keine Option, um die Leute wirklich aneinander zu gewöhnen, dass sie sich mögen. So Provokation unter Clans, weil es einfach drin sein muss, gefühlt. Das Balancing muss einfach noch besser werden. Und das ist, sag ich mal, eine Königsdisziplin, die zum Beispiel Frostpunk ja perfekt gemacht hat, weil es einfach so extrem gut durchgetaktet ist. Und dass man das Gefühl hat, dass man eingeschränkt ist. War meine Meinung früher. Frostpunk ist eh das beste Survival-Spiel. Ich habe auch schon einen Clan, also beziehungsweise bei meinem ersten Durchlauf habe ich auch einen Clan weggeschickt, weil ich nicht die Option hatte. Ich habe noch gar nicht die Option, Gesetze zu erlassen, damit die sich mögen können. Also es fehlt noch die Freizeitaktivität und so weiter und habe schon einen weiteren Clan reingenommen. Und das war leider der gegensätzliche, also neue Welt zur alten Welt. Und dann hast du direkt diese Problematik, dass sie sich halt gegenseitig so anzicken so schnell, dass du einen einfach wieder wegschicken musst. Und dafür denke ich mir dann so, das kann es ja nicht sein. Und bis du wirklich managen kannst, dass du, sag ich mal, den Clan wegschiebst auf eine andere Insel und sagst, okay, ihr macht hier euer Ding und der andere Clan ist in dem Bezirk, vergeht ja auch eine Ewigkeit. Die Forschung kriegst du ja auch erst später mit dem Pier. Und dass dann die Bezirksverwaltung machen kannst. Vernünftig. Deshalb, das braucht einfach noch ein bisschen Redesign. Das Spiel insgesamt. Aber sonst finde ich es eigentlich sehr gut gemacht, wenn sie es dann irgendwann komplett gefixt haben. So, holen wir uns mal den Stein hier vorne, die Trümmer. Und den Funkturm wollen wir jetzt reparieren, das können wir nämlich anfangen eine Übertragung zu starten und Leute zu suchen.
Beziehungsweise, wenn wir was Spezielles suchen, müssen wir mehr Akkus einsetzen. Man kann aber auch einfach eine Batterie immer verwenden, um einen weiteren Standort zu finden, wo man dann halt mit Expeditionsteam hin kann und vor Ort Ressourcen sammeln oder halt andere Leute finden. Wo ich auch relativ spät das gemerkt habe, das können ja auch einfach nur Leute sein und nicht ein anderer Clan, wenn du irgendwo hingehst. Ah, schön, in dem Seed ist die Fabrik ein bisschen näher. Was mir auch erst beim häufigeren Spielen aufgefallen, es gibt ja wirklich Seeds hier. Also die Inseln ordnen sich immer ein bisschen anders an. In der Umgebung. Das kann nur ein Writing Bull schreiben. Ich finde den Kontrast zwischen dem düsteren Setting einerseits und den zarten Aquarellfarben und der Klimpermusik spannend. Nein, das Art Design ist wirklich hübsch. Aber viele, habe ich auch schon gesehen, denken, dadurch müsste die Performance halt besser sein. Aber die haben sich halt speziell wirklich für so eine, also ja, wie du sagst, die Aquarellgeschichte entschieden, weil es einfach zu diesem Überflutungssetting passt. Aber es ist schade, dass nicht mehr solche Einzeltracks kommen, wie zum Beispiel, wenn du den, ich glaube, ab welchem Punkt ist das? Nicht ab dem Funkturm. Aber kurz davor spielen die dann, sag ich mal, so den Titelmusiktrack ein und der ist halt sehr schön. Ich stehe eh so auf diese Gitarrenumgriff-Scratching-Geschichte. In der musikalischen Richtung. Und da kommt ja leider gar nichts mehr später. Ah ne, das brauche ich nicht. Jedenfalls jetzt nicht. Hallo Matt. Alles klar bei mir. Ich hoffe bei dir auch. Aber wenn du Zeit hast, kannst du mir gern Kaffee machen. Wenn ich schon mal so früh da bin. Denke, was. Bis dann, Writing Bull. Und viel Spaß bei euphorische neue Ziff-Herrschaften spielen. Jetzt kommt ja doch noch was mit Civ 6. Haben wir ja doch noch was zu tun. So, da kann ich mich auch wieder mehr aufs Spiel konzentrieren. Wirst du eigentlich Cosmo-Tier nochmal spielen? Ja. Also habe ich mir eigentlich vorgenommen, mir da nochmal Zeit für zu nehmen. Jetzt, nachdem alle das gespielt haben, nachdem ich das angespielt schon recht früh hatte, darauf echt gute Zuschauerzahlen hatte und dann einfach nichts mehr gemacht habe, weil anderes in dem Moment plötzlich wichtiger war. Ich habe es auch ab und zu privat abends gespielt ein bisschen, aber es ist halt... Leider will ich eine Zeitfrage inzwischen. Moment, alle drei Tage 44, 27,1 pro Tag, einen abgezogen, 36. Ist ja trotzdem scheiße. Dann kommen wir auch schon auf über 50. Nur mit dem sind wir bei 10,4, ist auch kacke. 16,7, 32, 33,4. Sind wir auch drüber, über die 44. Das ist bei, und das sind diese Sachen, wo ich einfach denke, das ist das Anfangsgebiet. Warum gibt es kein richtiges Balancing, ne? Warum gibt es keine perfekte Auffüllung eines Gebäudes, weil die sich einfach denken, okay, du willst das einmal abfischen, dann stoppst du die Produktion hier und ziehst die Produktion rüber zum Beispiel an die vier Fischdinger.
Ich glaube, so haben sich die Entwickler gedacht, aber es ist halt super lästig, weil du ständig dann am Umplanen, also immer wieder umplanen musst, wo deine Leute gerade sind. Und das mag ich nicht. So dieses Personenmanagement. Ist halt unnötiges Micromanagement. Na, unnötig vielleicht nicht, aber es ist halt, ja, wieso? Wieso muss das so sein? So, ihr hattet im Standardmodus alle Forschungspunkte genommen, dann macht man eben auf Akademie. Dann können wir noch die Clan-Forschung einsetzen, weil wir haben ja noch 7 Bücher. Ich habe ein bisschen geschludert, jetzt wo Writing Bull da war. Haben mich ein bisschen überrascht. War schon lange nicht mehr mal gucken. Aber es ist, kaum ist man mal früher online. Da schaut auch mal der WB hier kurz rein. Um ein bisschen mitzuschillen. Okay, wir haben ja genau 3 Leute sogar noch frei. Guten Morgen, Xenom. Dann schicken wir die mal eben rüber. Aber mit mehr Rationen. Neues Lager hier aufstellen. Dann sammeln die ihre Sachen. Gehen zum Expeditionsding. Mit Nahrung und Wasser. Und dann schippern die los, um hier die Leute, den Leuten zu begegnen. So, 2. Stufe. Ne, das ist auch doof. Alles ist doof. 'Ich glaube, die haben sich da auch einfach ein Eigentor geschossen, weil du hast ja später in der Forschung, also für die Gesetzgebung, hast du Sachen drin, wie zum Beispiel, ja, Fischschwärme regenerieren schneller. Oder du machst halt auf Pilzfarm regenerieren schneller. Und wie willst du das Balancing dann machen durchgehend, dass es halt sehr sauber ist? Also an sich fehlt denen, glaube ich, ein guter Game Designer, der in Excel-Listen das vorberechnet hätte. Oder der war zu gut und hat es einfach zu kompliziert gemacht. So, man kann dann ausschalten übrigens hier bei der Suche, was sie mitnehmen sollen. Der soll erstmal hier nur die Medizin und die Batterien mitnehmen. Hier unten auch nicht die Bretter, auch nicht die Sojabohnen. Alles, was sie eben schnell mitnehmen können, weil die haben auch nur eine gewisse Lagergröße von 750, glaube ich, ist das. Hier ist gerade auch extra noch nicht bei den Reihen. Ich weiß gar nicht, ob das schon der andere Clan dann ist. Ich glaube schon. Ach, jetzt fällt mir wieder ein, warum ich so früh da bin, weil ich heute nicht bei meinen Eltern bin. Die sind ja auf dem Geburtstag von meiner Cousine. So, die Good Neighbors. Wir sind die Bewohner einer Vorstadtgemeinde, die nach dem Tsunami mehrere Wochen lang von der Außenwelt abgeschnitten war. Vereint und stärker denn je haben wir eine Selbsthilfevereinigung gegründet, in der wir Ressourcen und Aufgaben teilen. Wir hängen sehr an den amerikanischen Traditionen und tun unser Bestes, um sie zu pflegen. Auch in unserer Welt
auch in dieser Welt nach der Katastrophe. Wir respektieren die demokratischen Verfahren und sind überzeugt, dass die liberale Zivilisation wieder auferstehen wird. Wir sollen sie natürlich aufnehmen, die bringen dann Krankheiten mit. So, alte Welt Freiheit und alte Welt Einigkeit. Das haben sie wenigstens richtig gemacht. Dass du jemanden, dass den Zweitclan, den du findest, der Clan ist, der wenigstens auf alte Welt Tradition ist. Sammelt hier noch den Rest ein. Man sagt mir Ration niedrig. Wir haben 26 Rationen. Aber wahrscheinlich für die 14 Reisenden sind die Rationen niedrig. Die bringen nicht Trump, die bringen einfach Abfall. So, ich will keine Aufteilung der XP übrigens. Ich will weiter den Hauptclan verstärken erstmal. Holz, Plastik. Dann holt hier noch die Muttern raus. Und die Trümmer. Und das war es erstmal, was wir hier holen können. Ab nach Hause. Ja, die pissen sich jetzt ein bisschen an gegenseitig. Clanbeziehung minus 1,2, seltener Kontakt in den Bezirken, Kontakt in Freizeitgebäuden getrennt. Mit den Freizeitgebäuden kann man die Beziehung halt verbessern und mit den Gesetzesschlüssen, die jetzt gleich hoffentlich aufploppen, die man nach einer gewissen Zeit immer wieder beschließen kann, weil da sind halt auch Sachen drin, die dazu führen, dass Clans sich besser leiden können. So, bei 14 Arbeitslosen sollte ich direkt auch den zweiten Fischer Kai bauen. Fischer Kai sind übrigens später die beste Möglichkeit, um Nahrungsmittel, nicht Nahrungsmittel. Lass mich nicht lügen. Um zu erkunden in seiner Umgebung. Weil die haben später so eine hohe Reichweite, dass sie ein riesengroßes Gebiet aufdecken in der Umgebung. Das ist schon ganz cool. Hallo Herzmagier. So, nicht ein Insektenhaus. Wir brauchen jetzt Wohlergehen, das Sanitätszelt. Wir müssen jetzt eine Epidemie überleben. Ist aber nur Husten. Ist einfache Grippe. Setze ich auch ein bisschen außen hin. Nicht, weil die Leute krank sind oder so, sondern einfach so. Man hat keinen Vorteil, durch das Sanitätshaus relativ nahe steht. Gebäude sich im Betrieb bei voll. So, da bringt er jetzt die Medizin hin und jetzt können Leute in die Klinik gehen und sich da heilen lassen.
Heilung ist wichtig. Kann auch immer keine Gesetzesausschlüsse machen. Ist ja toll. Wie triggere ich das denn nochmal? So, ihr macht noch das letzte Buch. Ihr könnt dann die dritte Stufe für Standhaftigkeit machen. 20 täglich. Wenn der alleine ist, 13,3, also 26, 39. Da machen wir ein bisschen über. Ich sehe müde aus. Finde ich, sehe aus wie immer. Ich bin immer müde, ist der Trick. Standardmodus. Wir haben ja zwei Forschungsrelikte gefunden. So, ihr könnt hier gerne mehr Trümmer sammeln. 66,7 täglich, das ist dann egal. Aber hier können wir die Trümmer auf jeden Fall komplett einsammeln. Trümmer sind leider irgendwann verbraucht. So, den Wasserturm können wir jetzt auch abreißen. Das Ding hatte ich hier auch noch nicht durchsucht. Und wir haben jetzt ein paar Leute frei durch den neuen Clan, der gekommen ist. Die ein bisschen mit anpacken können. So, und hier haben wir genau dasselbe Problem. 44 Fische, alle 3 Tage werden aufgefüllt. Machen wir einen Abbau von 25 täglich. Und wir brauchen eine weitere Küche. Beziehungsweise nicht eine weitere Küche, sondern ich hätte gerne die Forschungsküche. Dafür brauchen wir 10 Punkte, also gebt Gas hier. Toll, 98% und der Tag ist vorbei. Bam, bam. Mach mal. Das sind die 10 Forschungspunkte, die ich brauche. Überleben, Küche. Dann grainen wir die Küche hier ab. Und was gar nicht so viel bringt, weil mir fehlt leider die Ausdrucksarbeitskraft. Aber dafür gibt es auch einen Modus. Muss ich mal ganz kurz gucken, weil die Forschungsstation selbst. Na, ist hier unten. Selbstständiges Lernen. Da, das dauert noch ein bisschen. Immer noch 3 Leute krank. Schönen guten Tag, Zocknapf. So, haben wir eine zweite Küche. Ach mein Gott. So viel Nahrung kriegst du auch schwer nie zusammen. Das macht einen hier echt fertig. Wenn du vorher auf schwer gespielt hast und dann auf normal und du denkst nur, warum ist das so leicht? Hey Oberhaupt, in letzter Zeit war es recht ruhig in der Siedlung, also haben wir versucht, eine Art Sportliga zusammenzustellen. Ach, daran erinnere ich mich noch.
Die Leute können gern Sport treiben, aber wir sollten nicht direkt offizielle Ligen einrichten. Ja, jetzt sind andere gereizt. Aber sie werden damit schon klarkommen. So, Kräuterfarm ist noch nicht so wichtig. Der Pfad ist auch noch nicht so wichtig. Wir könnten die bessere Wasserreinigung machen. Das Insektenhaus bringt uns nichts ohne die Farm. Werde ich auch nicht verstehen, warum das Insektenhaus existiert. Und wenn du noch, also Sojabohnen nur finden kannst. Die Muschelstation ist auch nicht so geil. Also Wasserreinigung. So, Forschungsmodus, mach noch ein paar Leute rein und gut ist. Die Muschelfarm produziert. Naja, die produziert halt bedenkliche Nahrung. Aber und das nicht sehr viel. Bei relativ viel Aufwand von Personen. So, dank des anderen Clans haben wir ja belesene Leute. Aber müssen wir auch per Update Statistiken verändern. Das ist schon teilweise richtig doof. So einen richtigen ein... Danke, Phoenix. Es fehlt mir einfach eine richtige Statistik. Eine Übersicht, die mir auch sagt, wie viel Input-Output ich habe und nicht diese Bestandsgeschichte hier. Ne? Bestand 10,7, vor allem, weil wir schon gelernt haben, dass die Bestandsgeschichten teilweise nicht stimmen. Weil nicht alles davon abgezogen wird. Ich glaube, bei Wasser ist das zum Beispiel, das war bei der Farm. Die Farm produziert aus Wasser Sojabohnen und das wurde nicht berücksichtigt beim Trinkwasser. Der Bestand wird vorher abgezogen. Nach diesem Gerücht, dass das Wasser giftig sei, kam es zu einigen Auseinandersetzungen und Missverständnissen unter den Leuten in der Siedlung. Wenn nichts unternommen wird, könnte das Ganze in Gewalt ausarten. Wir können das Gaza-Kraftwerk nicht finden. Gaza. Wenn wir uns in Kleinigkeiten gegenseitig zerfleischen, das ist mehr als nur eine Expedition. Es ist ein Versuch, eine echte Gesellschaft aufzubauen. Wir brauchen Recht und Ordnung. Du musst Institutionen schaffen, damit wir nicht nur überleben, sondern auch gedeihen und uns weiterentwickeln können. Ja, jetzt kommt nämlich das mit den Gesetzen und wir machen erstmal Recht für die Gemeinschaft. Komm mal her, ich brauche Holzproduktion. Im Moment sind gar keine Drops aktiviert. Es steht doch nichts mit Drops hier irgendwo drin. Achso, Entschuldigung. Das ist ein Problem mit dem Tag immer. Bronzeauge. Wenn ich einmal einen Stream hatte mit Drops aktiviert, dann bleibt das komischerweise drin, wenn ich den Stream nochmal starte. Bei einem anderen Spiel, wo es gar keine Drops gibt.
So, Holzveredelungsanlage. Weil wir müssen jetzt mal Bretter produzieren. Oder Holzverarbeitungsanlage, nicht Veredelung. Veredelung hört sich aber auch gut an. Es gibt keinen freien Platz mehr für... Ihr wisst schon was. So, bringt mal Holz und wandelt das mal um. Wobei, wir können auch eine Expedition losschicken. Eine Expedition losschicken, um Bretter speziell zu finden. Guck, es auch um die Ecke. Sparen wir zwei Transportleute ein und dann schicken wir die los. Weil das Maximum. Ach, das kannst du so hochdrehen, wie du willst. Mach aber 7 Tage, das reicht. Das ist ja auch hier um die Ecke unten.